Die Rhein-Neckar-Löwen zeigten auf dem Mannheimer Maimarkt, dass sie nicht nur mit dem Ball eine gute Figur abgeben, sondern durchaus auch im Handwerk ein geschicktes Händchen haben. Unter dem Motto "Wir haben es in der Hand" präsentierten sich die Handballer gemeinsam mit ihrem Partner der Handwerkskammer Mannheim, Rhein-Neckar-Odenwald. Das Handwerk muss, um erfolgreich zu sein, Kopf und Hand einsetzen. Und beim Handball ist es genauso. Um dort erfolgreich zu sein, muss man auch Kopf und Hand einsetzen. Es ist fast eine natürliche Partnerschaft. Ich glaube, wir haben einen idealen Partner gefunden, nämlich den Handball und dann in Verbindung mit den Rhein-Neckar-Löwen. 5 Löwen, 5 Berufe. Als Maurer zeigten Kapitän Uwe Gensheimer und Nils Kretschmer unter der fachmännischen Aufsicht von Rückraumspieler Kim Ekdal-Düritz ihr Geschick an der Kelle. Eine neue Berufung? Ja, erstmal Handball und dann gucke ich mal, was ich später mache. Baue ich mein eigenes Haus selber. Mal gucken. Ambitionierte Ziele des Junglöwen. Weiter geht's zum Schreiner. Isländer Stefan Sigurmansson als Fastwikinger und Serbe Sarko Šešum sind die Liebe zum Holz quasi in die Wiege gelegt. Vom Feinschliff zum Bäckermeister. Brezeln kennt hier jeder. Einmal kurz zugeschaut, wie es funktioniert und schon geht's los. Dabei zeigte Schwede Kim Ekdal-Düritz seinen Kollegen mit dem richtigen Flow, wie so eine ordentliche Brezel auszusehen hat. Ganz im Gegensatz zu Uwe Gensheimer, bei dem klappt das trotz seines so gewohnt goldenen Handgelenkes gar nicht. Gensheimer 0, Düritz 1. Sätzen 6, Herr Gensheimer. Das lief für mich nicht ganz so gut, das muss ich zugeben, aber das Gute ist ja, dass die Brezel genauso gut schmeckt, auch wenn sie nicht so gut aussieht. Ja, das hat alles gut funktioniert. Es war Anfängersglück oder sowas, glaube ich. Oder, ja. Nach dem Friseurbesuch hatte nur einer die Haare schön, und zwar der mit der längsten Mähne. Als Monteure nicht ganz so schnell wie in der Formel 1 zeigten alle ihr Geschick beim Reifenwechsel eines DTM-Autos. Wie Sportler eben so sind, geht natürlich nichts ohne Wettkampfcharakter. So tat sich vor allem Uwe Gensheimer als Monteur vom Dienst mit dem schnellsten Radwechsel hervor. Wir haben das schon mal gemacht mit der Nationalmannschaft bei einem Formel 1-Auto und deswegen habe ich da vielleicht ein bisschen besseres Gefühl gehabt als die anderen. Fingerspitzengefühl ist beim Carrera-Rennen gefragt und das beweist vor allem Youngster Nils Kretschmer. Auch wenn er nur auf dem letzten Platz gelandet ist, hatte der Skandinavier seine helle Freude mit dem Spielzeug. Ja, wie heißt das, Autorennen mit diesen kleinen Autos, das hat Spaß gemacht. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, kommt man nicht oft zu, sagen wir mal zu Brot backen oder eine Mauer meißeln und all sowas. Also hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ist eine Erfahrung wert, warum nicht? Nun soll die Saison mit dem ganz großen Wurf in Form eines Titels gelingen. Denn das Handwerk Handball beherrschen die Löwen immer noch am besten.